Ich will euch heute mit einer kleinen Sache eine kleine Motivation geben, die hätte ich vor einigen Jahren auch gebraucht. Und zwar, wenn du anfängst, dich persönlich weiterzuentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung oder du hast ein Problem, du möchtest es lösen, guckst jetzt hier spirituell, wie kann ich denn da jetzt vorgehen? Ah ja, loslassen, mit Gott sprechen. Und dann guckst du am nächsten Tag, bist du immer noch in dem gleichen Problem und denkst dir, da hat sich ja gar nichts verändert, bringt doch alles nichts. Also Veränderung findet schrittweise statt. Man merkt es nicht. Man merkt es nicht. Es ist wie, kennt ihr diese Treppen, wenn ganz oben so ein Schloss ist und dann hast du ganz, ganz viele flache Treppen, bis du oben bist. Und so, wenn du die ersten 10 Treppen gelaufen bist, meistens sieht es so aus, ich habe immer noch 1000 Schritte, bis ich oben bin. Aber wenn du dann in einem Jahr jetzt dein Problem zurückblickst, siehst du, dass du gerade wo ganz anders bist. Also denk dran, die Veränderung findet schrittweise statt. Du bemerkst es nicht. Du veränderst dich in deinem Bewusstsein. Du veränderst dich überhaupt in deinem kompletten Leben, wenn du mit Persönlichkeitsentwicklung dich beschäftigst, wenn du dich mit Spiritualität beschäftigst. Aber wenn du heute in einem Jahr dein Problem zurückblickst, siehst du, dass du gerade wo ganz anders bist.